In der heutigen Sondersitzung des Wiener Landtages hat die FPÖ ein Verbot von Drag-Queen-Shows für Kinder gefordert. Landesparteiobmann Dominik Knepp hob hervor, dass der Schutz von Kindern oberste Priorität hat und die Frühsexualisierung mit Transgender-Propaganda von Kindern nicht zu akzeptieren ist. Und ich sage es gleich von Anfang an, ob diese Drag-Queen-Veranstaltungen für Erwachsene stattfinden, ist mir grundsätzlich gleichgültig. Mir gefällt es persönlich nicht, aber Geschmäcker sind verschieden. Soll jeder tun, was er macht. Wenn man meint, man muss sich in Frauengewand irgendwie in Ballettposen herumgebärden und herumdilettieren, soll man das tun? Am besten in einem Nachtclub. Aber eines sage ich Ihnen, vor Kindern hat so etwas nichts zu suchen. Und deswegen werden auch wir einen Antrag einbringen, solche Drag-Queen-Shows vor kleinen Kindern zu verbieten, im Sinne des Jugendschutzes, im Sinne des Kinderschutzes, meine sehr geehrten Damen und Herren. Bei der am Tag zuvor stattgefundenen Gemeinderatssitzung hat Clubobmann Maximilian Kraus kritisiert, dass die SPÖ ihren 2 Milliarden Euro Schutzschirm für Wien Energie in einer nicht öffentlichen Sitzung versuchte zu vertuschen. Es gibt keinen nachvollziehbaren Grund, warum dieses so wichtige Geschäftsstück, das sich mit dem Schutzschirm, den Sie spannen möchten, beschäftigen soll, in einer nicht öffentlichen Sitzung der Öffentlichkeit vorenthalten und bewusst verschwiegen werden soll. Der einzige Grund, den Sie haben, ist, dass Sie wissen, dass dieser Schutzschirm, wie Sie ihn nennen, in Wahrheit eine weitere Abzocke der Wienerinnen und Wiener ist.